Sehr viele Menschen stören sich an ihren Besenreisern. Besenreiser kennt fast jeder, denke ich. Und der eine hat sie mehr, der andere weniger stark ausgeprägt. Sie können wirklich großflächig auftreten, zu riesigen Netzen werden, insbesondere an den Unterschenkeln, aber auch an den Oberschenkeln, seltener im Dekolleté oder im oberen Rückenbereich. Besenreiser können wir auf verschiedene Art und Weise behandeln. Die kleineren, die feinen Gefäße behandeln wir sehr gerne mit dem Gefäßlaser. Die größeren, die netzartigen Gefäße, die veröden wir. Und wie das im Einzelnen vonstatten geht, das werden wir jetzt in unserem kleinen Beitrag sehen. Die Patientin hat zum einen hier im Dekolleté-Bereich etliche Besenreiser, das sehen wir hier vorne sehr gut. Dann hat sie aber auch diese starke Neigung zu geplatzten Äderchen im Allgemeinen hier im Dekolleté. Da werden wir eine Kombinationsbehandlung mit der Blitzlampe anschließen. Und sie hat hier im Bereich der Nase ein Spider-Nevus und auch hier etliche geplatzte Äderchen, die wir ebenfalls mit dem Gefäßlaser behandeln werden. So, wie man sehen kann, ist das Ganze schon fast abgeheilt und sieht auch schon sehr schön aus. Ich bin sehr gespannt. Bin mit dem jetzigen Ergebnis schon sehr zufrieden. Also ich persönlich und auch meine Freunde empfinden das als hat sich gelohnt. Insgesamt gesehen kann ich das aus meiner Sicht jedem empfehlen, der rote Flecken oder geplatzte Äderchen oder Besenreißer hat und die gerne loswerden möchte. Man braucht keine Angst davor zu haben. Zahnarzttermin ist schlimmer.